Ja, weiter geht's also mit Counter-Strike. Und Counter-Strike hatte jetzt letztes Wochenende gerade einen relativ großen Event in Amerika, nämlich die MLG Aspen. Und insbesondere muss man hervorheben, dass der Production Value insgesamt sehr hoch war. Ja, die Caster waren gut, die Analyse war gut und insofern hat es insgesamt Spaß gemacht. Und tatsächlich wurden einige Stimmen laut danach, die da forderten, dass MLG dann in Bälde mal ein Major-Event austragen darf. Also war auf jeden Fall eine runde Sache und es war vor allem aus unserer Sicht, die wir uns ja vielleicht noch nicht so richtig gut auskennen, CSGO, ganz interessant zu sehen, wie gut sich die Amis eigentlich schlagen können gegen die Europäer. Ich schulde euch natürlich noch so eine etwas ausführlichere Einführung zu Counter-Strike, aber für den Moment können wir erstmal einfach festhalten, dass das auf jeden Fall ein E-Sport ist, der von den Europäern stark dominiert wird. Fast alle Turniere werden von den Europäern gewonnen und naja, inzwischen versuchen eben die Amis sich auch ein bisschen dagegen zu wehren. Und insofern waren die Gruppen sehr spannend, denn wir hatten vier eingeladene europäische Teams und wir hatten vier amerikanische Teams. Und die waren jeweils 2-2 in den Gruppen verteilt. Und ja, die Frage war eben, wie gut können die Europäer sich gegen den Angriff erwehren? Und natürlich auf zu Hause hatten natürlich die Amis auch gehofft, dass sie sich da in eine starke Position spielen können. Ja, und wir haben jetzt als erstes die erste Gruppe hier. Und ihr seht natürlich jetzt hier auf der linken Seite schon den Ausgang. Aber guckt erstmal auf die rechte, denn da sehen wir erstmal die ersten vier Spiele, die alle am ersten Tag gespielt wurden. Auch wenn das jetzt mit dem Datum aufgrund der Zeitverschiebung hier nicht stimmt. Die Daten sind übrigens von 99damage.de, der großen deutschen Counter-Strike-Seite. Also wenn ihr noch genaueres wissen wollt, da könnt ihr auf jeden Fall einiges finden. Ihr seht, Dignitas gegen NiP wurde gespielt, das war ziemlich knapp. Kaboom gegen Cloud9, Cloud9 gegen NiP und Kaboom gegen Dignitas. Also jedes Spiel, also einmal im Kreis sozusagen. Jedes Team hatte zwei Spiele und ja, man konnte eben sich gegen jeden immer beweisen sozusagen, also nicht ganz gegen jeden, also ein Gegner blieb immer aus und das wurde dann am zweiten Tag gespielt und naja, dramatisch war es insbesondere deswegen, weil tatsächlich alle Spiele oder alle Teams immer 1:1 spielten, also zum Beispiel Kaboom, die Brasilianer, konnten gegen Cloud9 gewinnen, gegen die Amerikaner und haben dann allerdings verloren gegen Dignitas, die Europäer, und hatten damit also 1:1 Sets und das war natürlich schon ein bisschen überraschend, nachdem man eigentlich davon hätte ausgehen müssen, dass die Europäer eigentlich ganz klar als Favoriten ankommen. Und ja, in diesem Fall, in dieser Gruppe war es auf jeden Fall so, dass NiP ein bisschen enttäuscht hat, vielleicht gegen Cloud9 in dem Match, in dem sie dann 7:6 unterlagen. Aber am nächsten Tag konnten die Europäer dann alles wieder gut machen und mit äußerst deutlichen Vernichtungen haben sich dann NiP und Dignitas in der Gruppe durchgesetzt mit 16-3 und 16-2 und ja, zogen damit dann ein in die Playoffs. Und ja, da gucken wir direkt noch in die Gruppe 2. Da war, wie gesagt, das Setup auch so, dass zwei europäische Teams mit dabei waren, zwei amerikanische Teams. Und ihr seht schon, das ist genauso ausgegangen. Und lustigerweise war es tatsächlich so, dass es am ersten Tag auch genauso gelaufen ist. Also wenig überraschend eigentlich, hat Fnatic ganz souverän gegen Liquid gewonnen. Und ja, der überraschende Part war eben am ersten Tag. LDLC, das französische, sehr, sehr starke Team, hat gegen CLG, Counter Logic Gaming, verloren. Und wenn auch nur mit 14, 16 natürlich, aber damit war natürlich erstmal die Gruppe relativ weit offen. Und dann verlor auch noch Fnatic gegen LDLC. Also LDLC hatte nicht einen komplett schlechten Tag, sondern gegen Counter Logic Gaming lief es irgendwie nicht. Und in der Konsequenz wurden dann also die Punkte auch da im ersten Tag komplett verteilt. Jedes Team hatte einen Sieg, eine Niederlage. Aber auch hier war es so, dass die Europäer am zweiten Tag dann sich nochmal konzentriert hingesetzt haben und gesagt haben, Vernichtung eingeleitet und Fnatic und LDLC gewannen mit 16-7 und 16-6 auch relativ deutlich und souverän. Und damit waren dann also doch die vier europäischen Teams für die Playoffs qualifiziert. Aber es war trotzdem so ein bisschen so ein Zeichen nach dem ersten Tag, dass die Amis sich durchaus wehren können, aber vielleicht noch nicht ganz da sind. Aber gut, das geht natürlich über die letzten Monate sowieso schon so. Aber sagen wir mal so, das Endresultat ist erstmal, die Amerikaner sind in die Schranken verwiesen, aber die Europäer sind auf jeden Fall angreifbar für die nächsten Wochen und Monate. Ja, Playoffs standen dann an und tatsächlich war es ab jetzt richtig, richtig knapp. Also falls ihr das Turnier noch nicht verfolgt habt, empfehle ich euch auf jeden Fall dringend nochmal reinzugucken in die Matches. Ihr seht schon, dass die Halbfinals gegen 2-1 und 2-1 aus.
Und die Maps waren auch wirklich extrem knapp. Also Fnatic hätte zum Beispiel gut 2-0 gewinnen können, aber NiP kam dann doch noch zurück. Und ja, in der Konsequenz, also dann NiP und LDLC im Finale und auch das Finale war nochmal richtig dramatisch und wurde dann von LDLC gewonnen mit 2-1. Natürlich erstmal großartig für die Franzosen, dass sie ja das große Turnier jetzt hier mitgenommen haben. Und es gab auch ordentlich Preisgeld, insofern schon mal eine schöne Sache natürlich. Spiel um Platz 3 gewann Dignitas, für mich ein bisschen überraschend gegen Fnatic, deutlich mit 2-0. Aber ja, Fnatic ist natürlich momentan nicht mehr ganz so dominant, wie sie das zwischendurch mal waren. Und naja, insofern wahrscheinlich ganz in Ordnung, dass Dignitas sich da jetzt mal gut positionieren konnte. Und dazu gab es dann gleich noch die News, dass die Dignitas-Leute ein neues Team gefunden haben, nämlich TSM. Das heißt also Team Solo Mid, die man vor allem aus League of Legends kennt, sind jetzt auch in Counter-Strike mit dabei. Und Dignitas ist da natürlich direkt richtig gut untergekommen. Leider ist das der ganze positive Part und es gibt auch viel negative News. Insbesondere hat sich Valve zu Wort gemeldet bezüglich Wettskandal, denn insbesondere iBuyPower, eines der amerikanischen Teams, wurde des Wettbetrugs bezichtigt und tatsächlich hat sich inzwischen auch aufgeklärt. Das war so, da wurde also betrogen und ich möchte eigentlich gar nicht zu weit darauf eingehen. In der Counter-Strike-Szene insgesamt gibt es momentan sehr viel Drama um Betrug, ob jetzt in-game oder eben auch um diese ganze Wettgeschichte drumherum. Ist natürlich bitter, aber ich denke, solange auch der Wettbewerb so viel Spaß macht, wird sich da im Zweifel zumindest mittelfristig der saubere Sport durchsetzen. Das ist jedenfalls die Hoffnung. Und auf jeden Fall gibt es einen Mann, der auf jeden Fall uns bestärkt in dieser Hoffnung, denn da gab es jetzt auch noch mal die letzten Tage ein schönes Video, wie sich der Biceps gegen die Nidosser zur Wehr setzt. Also, falls ihr euch noch nicht so auskennt in der Szene, das ist einer der sympathischsten Leute, dem könnt ihr auf jeden Fall die Daumen drücken. Das ist Pascha und der spielt für Virtus Pro und ist wirklich ein sehr sympathischer Typ. Da könnt ihr auf jeden Fall mal in den Stream reingucken oder YouTube-Videos mit ihm suchen. Es ist immer sehr unterhaltsam. Und der wird im Zweifel aufräumen, keine Frage. Ja, damit machen wir jetzt gleich weiter mit Dota. Bis gleich.